Ist der Kommentar noch an? Ja, leider noch an, aber dann können wir jetzt gleich loslegen. Es wird jetzt in wenigen Augenblicken starten hier. Und da ist es. Luminosity Gaming gegen MRBA, Freunde. Und leider Gottes habe ich die Ratsche ja geschrottet. Dementsprechend müssen wir jetzt gerade erstmal ohne auskommen, Freunde, ne? So, Nikki Steel, Haney, Bolt, Lukas gegen Code Zera, Fair, Born, Phelps und Taco. Und hier kommt man auf jeden Fall schon mal in DE Mirage, in dem ersten Pick. Der Pick von MIBA sehr gut in den Connector rein. Trotzdem, 3 gegen 3 Situation. Lukas, der muss den Connector halten, aber Phelps schon mit seinem dritten Frag hier in der Pistol. Will der hier komplett aufs Ace gehen? Das ist die große Frage. Nikis, der versucht noch was weiter. Nikis, der könnte aus dem Nähkistchen quatschen. Plaudern, Entschuldigung. So, Phelps, komm, hau mal raus, was du kannst. Nikis kriegt ihn aber gefinisht und damit haben wir eine 2 gegen 2 Situation. Fallen aber schon geistesgegenwärtig, wie er ist. Klug hier auf die Pirsch gegangen. So, und jetzt wird der Diffuse erstmal angelegt, aber Fallen ist da, kriegt keinen und die Bombe ist schon diffused. Also da hat man das Timing nicht so ganz erwischt und die Jungs von Luminosity bekommen damit auf jeden Fall schon mal die erste Runde geschenkt, in Anführungszeichen. Und ja, da freut man sich natürlich bei den Herrschaften von Luminosity. Ich bin natürlich auch bilingual. Ich habe jede Menge Sprachen, die ich kann. Portugiesisch natürlich fließend. Die haben gerade über mich gesprochen. Machen wir den Stream von Venom an. Können wir hören, was wir gut spielen. So, im B-Haus offensiv. Man hat auf jeden Fall geforst bei Luminosity. Konnte auch schon den ersten Frag rausholen. Fallen ebenso schon mit 16 AP ziemlich angeschlagen. Aber hier dieses Double-Setup Richtung Teppich könnte hier auf jeden Fall Erfolge bieten. Phelps wurde gesehen, es gibt eine Offensive, aber Steel schafft es nicht, seinen Frag zu erzielen. Jetzt Nick ist natürlich immer noch da am Ausgang. Lukas kriegt den gefinisht zusammen mit Nick, sonst wäre der letzte Überlebende 1 gegen 4 und da hat er keine Chance. Da wird Luminosity ihn auf jeden Fall auf die Hörner nehmen und damit ist es auch hier das 2:0. Und der Force Buy von MIBA nicht aufgegangen. Venom, wann spielt Mousebots? Mousebots ist das dritte Match des heutigen Tages hier auf diesem Stream. Wir haben also vorher noch 2 Best of Threes. Einmal Luminosity Gaming gegen MIBA und danach noch Face gegen North. Also, ich glaube, geplant offiziell angesetzt, glaube ich, für 20 Uhr, wenn ich mich nicht täusche oder so. Oder früher, 19 Uhr. Aber da am besten auf den Zähneseiten vorbeischauen. Und jetzt gibt es erstmal hier nochmal die nächste Runde. Diesmal natürlich keine Waffen. Einzige, die sich noch was geholt haben. Na doch, die haben sich P250 Deagles geholt. Aber man merkt es, sie werden da einfach nur niedergemäht. 5x 100 HP bei den Herrschaften von Luminosity. Fair bekommt hier auf jeden Fall gut. Frags auf 25 HP. Von hinten kommt Steel, kann ihn da finishen. Das heißt, sie haben nur einen Spieler verloren und das ist auf jeden Fall eine starke Leistung hier gewesen. Und Luminosity Gaming mit 3:0 in Führung. So, wer wird Mauscasten? Heute caste ich alles komplett durch, liebe Freunde. Also von Spiel 1 bis Spiel 3 wird alles heute in Venom-Manier sein. So, da gibt es gerade scheinbar technische Defizite. Oder irgendwelche Anliegen, ich weiß es nicht genau. So, ein Bolt hier einfach mit einem richtigen YOLO-Move. Aber sowas kann halt einfach mal funktionieren. Dieses unvorbereitete Rumziehen, vor allen Dingen mit der wunderbaren SMG, die natürlich eine unglaublich schnelle Schussfrequenz besitzt. So, Grüße gehen natürlich auch raus an Jay Jigsaw, an alle, die am Start sind. Wer ist das denn? Mubzu. Ist auch am neuen. Haben wir einen neuen Mod hier? Mubzu oder was? Oder Mubziu? So. Você vai ligar o mouse, você vai apertar uma vez aqui que vai pra
Okay, da scheint es wohl einen Mauswechsel zu geben. Sieht man auch selten. Aber irgendwie scheint es da wohl auch nochmal gewisse Unterschiede zu geben. Ja, und damit natürlich nicht irgendwie irgendwelche Vorwürfe oder sonstiges entstehen können, dass man sagt, hier, wie, was machst du da, dies, das, ist natürlich alles hier auch kontrolliert, werden hier auch die Sachen vernünftig untersucht, geguckt, dass natürlich hier nichts passiert. Und da sieht man auch direkt zweimal, zwei ESL-Admins sind am Start, die da direkt aufpassen und zugucken, dass nicht irgendwelche unerwünschten Dinge oder verbotene Dinge entstehen. Ganz einfach Mu sagen. Alles klar. Hallo Mu. So, so ist es natürlich mal ein bisschen ärgerlich, aber was willst du machen? Die Maus muss natürlich funktionieren, sonst ist man natürlich komplett disabled. Und scheinbar ist jetzt aber auch alles geregelt. So, perfekt. Damit ist alles geregelt. Wunderbar. Damit können wir loslegen gleich wieder. Und die Herrschaften von MIBA sitzen da auch bereit. Dürfen natürlich nicht kommunizieren in solchen Situationen. Soll ja nicht zum Vorteil herausgespielt werden. Und auch hier sieht man keine Kommunikation unter den Teammates, was die Taktik oder sonstiges angeht. Und schön, dass es auf jeden Fall gefixt worden ist. Das ist wichtig. Jeder soll sich wohlfühlen. Jeder soll perfekte Voraussetzungen haben, um sich letztendlich hier auf sportlicher Ebene gut zu duellieren. Und damit geht es auch weiter in dieser Partie. So, meine Damen und Herren, 3:0 steht es bereit für die Jungs von Luminosity. Die sind auf jeden Fall gut auf dem Epic von MIBA gestartet. Jetzt geht es aber erstmal ins Eingemachte. Jetzt kommen so die ersten richtigen Equipped Rounds. Und man hat halt letztendlich bei Luminosity noch einiges an SMGs übrig. 2 Stück, um genau zu sein. Und das kann einen Unterschied machen, aber wenn man sie natürlich vernünftig einsetzt, vielleicht auch irgendwo offensiv pushen lässt, könnte man daraus was machen, aber sie stehen hier mit 4 Mann Richtung Mitte. Balls hat direkt mal einen kassiert, vor allem mit der AWP wunderbar gegen den ersten Spieler gepickt. So, den ersten Spieler gepickt. Und dann im Underground auch nochmal erfolgreich. Steel aber jetzt gepusht Richtung B-Haus. Der kann dann also Code Zero erstmal finishen. Trotzdem ist es hier eine 4 gegen 2 Situation. Auch wenn hier Nekis höchstwahrscheinlich eine sehr unvorhergesehene Position gerade eingenommen hat. Ist das hier auf jeden Fall nicht mehr retakeable. So, da liegt noch eine wunderschöne Haul. Wirklich ein Träumchen von Waffe. Aber die Jungs von MIBA sind natürlich hier mit den Rifles gut unterwegs. Eben habe ich die Frage gelesen, ob die Pros immer die aktuellen Patches spielen. Hier in diesem Fall sind wir noch auf der alten Version. Ich denke auch, dass die alte Version erstmal das ganze, die ganze ESL Pro League noch weiterhin gespielt wird, weil man natürlich auf dieser Version spielen möchte, wo man sich auch vorbereitet hat. So, hier auf jeden Fall noch ein sehr, sehr guter Move von Nikis, der dann noch mit der SMG einen rausnehmen kann, die AWP sogar, und dann letztendlich diese AWP auch mit in die nächste Runde bringt. Das also hier schon mal ein sehr, sehr guter Move, um sich auch nochmal bei einer verlorenen Runde einen kleinen Vorteil herauszuziehen. So, die Coach ist natürlich mindestens genauso angespannt wie die Spieler. Der große Nachteil am Coach, du kannst einfach nicht eingreifen, du kannst dich nicht selber hinsetzen und sagen, komm, jetzt lass mich mal den Pick hier in der Action holen oder was auch immer. Selbst hier im Connector. Oh, da klingelt es sehr. Das ist jetzt hier wirklich mal Refrag-Verhalten aus dem Bilderbuch gewesen. Besser kann man es nicht zeigen. Wirklich auf Frag folgt Refrag und das durchgehend. Richtige Kettenreaktion. Das Stil jetzt von Taco erwischt. Der hat ihn gesehen. Konnte ihn da aus dem Jungle rausnehmen. Einer City Base aufgestellt. Der andere erstmal im Window. Heni muss mit der AWP natürlich gucken, ob aus der Mitte noch was kommt. Ist ja mittlerweile ein sehr gern gesehener
Einschub an Taktik. Oh, Ini, schön hier. Sieht den zweiten Spieler auch, weiß ganz genau oben, dass im Haus jemand steht. Und granatentechnisch nur Taco noch mit einer Molotow und einer HE. Und das Problem ist, die kann er natürlich nicht aus dem A-Haus einfach so rauswerfen, weil er natürlich sonst gut abgeämpft werden kann. Der Winkel von Hini kann ich nicht ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, er war sich nicht bewusst darüber, dass die Bombe da wirklich lag. Ja, und Taco hat jetzt gerade die Beine in die Hand genommen, wird hier über die Weltreise gehen, ist dann dementsprechend gleich an der Action Zone erstmal erhältlich. Jetzt natürlich das Timing von Hini wunderbar. Man hat keine Ahnung, wo er kommt. Und das ist jetzt gerade muy fatal gewesen. Vorne kriegt durch die Wand nochmal. Schönen 90er-Hit. Aber mehr kann es dann auch nicht sein. Er versucht es hier nochmal mit allen Mitteln, diese Runde an sein Team zu holen. Aber schaffen sie nicht. MIBA mit der zweiten Runde. Und damit haben wir hier das 3:2. So, Spezikorn ist sogar jetzt schon ganz modern. Guten Tag, meine Damen, Herren und diverse. Natürlich auch von uns. Möchten keinen ausschließen. Ist ja jetzt offiziell auch in Anführungszeichen, wie sagt man, die dritte Geschlechtsangabe? Kann man das so sagen? Darf man noch Geschlechtsangabe sagen? Ich weiß es nicht. Muss ich mich mal informieren, was politisch korrekt ist. Aber man muss es einfach dazu sagen, es gibt natürlich einfach wirklich diverse Geschlechtsarten. Auch rein biologisch hat man teilweise wirklich Männer und Frauen, wo einfach, also ich glaube, das wurde mal in 3 Kategorien oder so aufgeteilt, wo einfach teilweise Ausschläge in eine sehr weibliche Richtung gehen, aber bei den 2 anderen Kategorien auf einmal sehr männlich oder ein Mix oder weiß ich nicht was. Also da gibt es auf jeden Fall diverse Geschlechtsarten und ich finde es gut, dass man das mittlerweile auch wirklich ernst nimmt und da den Personen nochmal einfacher in die Identitätsfindung hilft. Habe ich das gut ausgedrückt? Was sagt er? Komm, bewertet das Ganze mal. Zwischen 0 und 10 Punkten. 0 ist schlecht, 10 ist super. So, und damit soll es jetzt hier wirklich auf den B-Spot gehen. Das Stack war mit 3 Mann. Man hat auf jeden Fall ein paar Deagles gekauft. Mit Deagles kannst du natürlich die One-Shots raushauen. Und dann sind die Spieler auch down, aber die werden hundertprozentig hier in der Ecke checken. Wenn sie das nicht checken, oh, das ist wirklich ein bisschen mangelhaft von Phelps gespielt. Erster Spieler down. Also, was machen die denn da gerade? Der ist doch bekannt. So, und Lukas, auch wenn er hier nochmal einen Deagle-Shot setzen kann, das 1 gegen 2 wird natürlich schwer, wenn sich Code Zero und Fallen nicht zeigen. Und damit nimmt man ihn raus und das ist hier der Kill. Sehr schön, also hier der nächste, das nächste Ründchen für die Jungs von MIBA. Eine 3, eine 8, eine 1, so schlecht? Ach, jetzt ist er doch gemein. 9, dankeschön. So, und erst nimmt er den noch raus, so, und dann kann er da eine halbe Stunde noch schön stehen und Taco denkt sich, ach nee, da habe ich keine Lust, den rauszunehmen. Also man hat auf jeden Fall hier einiges an Waffen liegen gelassen, man konnte viel, finanziellen Schaden anrichten bei den Herrschaften von Luminosity. Schön! Fallen dann erstmal direkt aggressiv Richtung kurz offensiv gegangen, hat Nekis sofort rausnehmen können und damit hat er natürlich einiges an Raum eingenommen. Underground steht übrigens auch noch ein Spieler, habt ihr richtig gesehen, falls jemand gut aufgepasst hat. Da wartet nämlich Hini auf seine Aufgabe und da sehen wir ihn auch gerade. Nur das Problem ist, er wird da versauern. Im Underground bisher niemand unterwegs. Lukas mit passendem Timing. Action wird natürlich jetzt gleich angespielt, aber Fallen kann von kurz natürlich noch unterstützen. Bolz hat sich dann eine sehr krasse All-In-Position gewählt und die wird jetzt auch bestraft. Er wird rausgeschickt, kann keine mehr setzen. Code Zero gut abgeaimt. Dann haben wir hier Steel und Lukas gegen die letzten 4 von MIBA. Die haben jetzt natürlich eine große Schwierigkeit, aber Phelps sofort mit dem ersten Frag. Schön gemacht. Und Steel. Wenn er die Waffe durchbringen kann, wäre das natürlich schon mal wertvoll.
Aber er steht da in der Nähe von der Höhle des Löwen. So, kriegen Sie ihn noch mit? Werden Sie ihn noch bekommen? Oder möchte Steele hier wirklich vielleicht auf Exit-Tricks gehen? Wieder eine AWP abzwacken. Er steht da wirklich noch lange und genau das schafft er mit dem passenden Timing. Aber sie nehmen ihn raus und damit haben sie natürlich hier eine Waffe wieder verloren. Und kaufen kannst du nicht wirklich. Es sind alle so um die $3,200. Da würde natürlich einiges an Utility fehlen. Dementsprechend gehe ich schon einer weiteren Pistolrunde aus. So, und dieser Peak natürlich immer wieder wichtig. Diese Jiggle Peaks, diese kleinen. Nicht, dass man direkt rumzieht, committed sofort auf, dass man sofort den Frag kassieren könnte. So, und während Code Zero dann sogar noch seinen Falchion Knife schön auf der Hand balanciert. Dann hat er auch schon den nächsten Frag vor sich. So, Mitte wird erstmal passiv angespielt von MIBA. Man möchte erstmal die Insel oben einnehmen, ein bisschen abwarten. Vielleicht gibt es ja auch offensive Aktionen, die Luminosity da geplant hat. Und dementsprechend wird das Ganze erstmal strukturiert runtergespielt. Hier jetzt auch Taco mit der Awareness, dass da jemand aus dem Palace hervorkommen könnte. Und Steele, der wartet das Ganze hier schön ab. Schaut euch mal an diese Kanten. Er sieht den Schmatten und dann kann er ihn rausnehmen. Bombe, glaube ich, nicht wahrgenommen. Sonst wäre er vielleicht nochmal auf dem Winkel geblieben. So, und damit muss natürlich MIBA nochmal das Ganze umstellen. Der Mittelspieler wird jetzt erstmal in die T-Base bestellt, um letztendlich auch die Bombe erstmal in den Griff zu kriegen. Und Steele, der möchte jetzt noch weiter offensiv und holt es. Schönen weiteren Frag und dann wird Steele aber rausgenommen, Fallen mit dem Deagle-Headshot. Und jetzt ist es hier die ausgeglichene Situation, aber natürlich die Waffenstärke im Vorteil von MIBA. Auch wenn die Deagles natürlich auch immer wieder mit einem Schuss hier die Spieler rausnehmen können. Fallen mit weiterem Frag. Fair ebenso. Können das Ganze hier erstmal finishen auf dem Spot. Und letzte Überleben des Bulls. Alleine gegen drei mit einer Deagle. Und erfolgreich ist er damit nicht. 5-3. Und die Jungs bleiben sehr ruhig, bleiben confident, bleiben strukturiert. Wollen nicht zu sehr direkt in Euphorie versinken. Sondern bleiben erstmal gemächlich. Timeout erstmal wieder von Luminosity. Das ist das zweite bereits. Und ich denke, dass es auch ein sehr gutes Timing ist, hier vor der nächsten komplett equipped Runde sich nochmal zu besprechen, welchen Plan man jetzt hat. Vor allen Dingen, was in den letzten 8 Runden wirklich passiert ist. Welche Position vielleicht wie gewohnt gespielt wird, wo man sagen kann, alles klar, das haben wir vorhin in der Demo gesehen, darauf achten wir jetzt gezielt. Und. So, und hier nochmal Steele, der mit 2 guten offensiven Aktionen viel Schaden hier in dieser Runde angerichtet hat, aber am Ende hat es nicht gereicht. Man konnte das Ganze unter Kontrolle bringen bei MIBA und dann schön nach Hause führen. So, 5-3 und weiter geht's. Man macht hier erstmal so ein bisschen Balancing. Nicht die ganze Zeit über Mitte, nicht die ganze Zeit bisher gespielte Aktionen, sondern man möchte jetzt hier erstmal über Underground und direkt Richtung B orientiert eine Aktion planen. So, Phelps hat uns Window geboostet. Da ist viel Raum in der Mitte. Man steht sehr spotlastig bei Luminosity. Sehr aggressiv Richtung A. 2 auf dem B. Und jetzt geht es hier ans Eingemachte. Schön hier gegen die Kante geworfen. Die kommt für kurz. Die ersten Granaten sitzen schon mal. Jetzt eine weitere. Man steppt jetzt erstmal weg. Trotzdem kann von kurz erstmal nichts geaimt werden. Und Nick steht da schön auf der Kiste. Die typische Position ist, hat er sich verraten. Man weiß ganz genau, er steht da irgendwo an dem Spot. Nick mit dem ersten Frag. Ganz, ganz wichtig. Der zweite unterstützt Richtung Bench. Verschobener Steele. Und auch der wird gerade fündig. Also, man läuft bisher gegen die Wand. Dritter Frag auch noch. Fallen jetzt das erste Mal mit einem Entry überhaupt. Ja, und Phelps, der wird sogar auch noch abgewartet. Sehr, sehr schön hat man da aufgepasst. Lukas nimmt ihn da mit und dann ist Fallen hier in 1-on-4. Einen hat er schon geholt. Er muss das Ace hier wegklatschen, wenn er diese Runde für sein Team erspielen möchte. Aber 25 Sekunden auf der Uhr gegen 4 Spieler, alle im defensiven Angle. Seien wir ehrlich, das sollte nicht machbar sein.
Es sei denn, man hat hier wirklich komplette Schwierigkeiten. So, schön, wie Follin da den Spieler genau an der Säule ausspielen wollte. Hat vorgesteppt, dann wusste er, das wird er wahrscheinlich jetzt mich versuchen zu vernaschen. Und kriegt den Frag trotzdem nicht, obwohl er da diese Awareness hat und genau auf diesen Spieler gespielt hat. So, da der eine Frag. Für mehr hat es dann in dieser Runde bisher nicht gereicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? So, wieder sollte der B-Spot werden. Und es sah gerade auch wirklich so aus, als würde Fallen sagen so, ihr habt es, also wir haben es nicht richtig gespielt. Der Erste, der muss das und das machen. Der Zweite, der muss das und das machen. Und jetzt klingelt es hier. Steel wollte sofort ausschließen. Hat damit gerechnet, dass bestimmt nicht nochmal die gleiche Runde gespielt wird. So, aber es wird genau das passieren, sogar noch zügiger, als man es vorher geplant hatte. Und damit sind die beiden B-Spieler, Nikis und Steel, bereits disabled. So, jetzt muss natürlich der Retake vernünftig koordiniert werden. Die Winkel müssen abgeaimt werden. Man muss versuchen, Raum so gut wie möglich einzunehmen. Aber Ballen ist da! Ballen mit dem Ersten! So, ein Bolt, der muss sich jetzt wahrscheinlich zurückziehen, zusammen mit Heni. Ja, und ich muss sagen, das brasilianische Duell gefällt mir sehr gut. Knackig. Man hat gute Aktionen. Man kann herauslesen, was geplant wird. So, und damit haben wir hier auf jeden Fall schon mal das 6:4 für die Herrschaften von MIBA. Zwei Runden noch, dann hätten sie zumindest die Halbzeitführung schon mal für sich entschieden. Und das wäre natürlich auf DE Mirage auf der Terrorseite gar nicht so schlecht. Guter Ertrag, um es einfach mal so zu sagen. So, und somit jetzt hier die nächste Runde. Man hat voll und weiter an der AWP, aber auf der gegenüberliegenden Seite ist Heni mit dem langen Rohr unterwegs, um hier natürlich den einen oder anderen Pick herausziehen zu können. So, Cold Zero jetzt super zügig. Mega krasses Timing. Ist hier im Connector schon drin. Und sowas kannst du auch nur spielen, wenn du gegen Weltklasse-Teams am Start bist. In jedem Holz-Team würde an ungewöhnlichen Zeiten würde da nochmal der Connector gecheckt werden. Hier ist es aber wirklich so, da schließt er erstmal aus diese ersten paar Sekunden, dass da jemand Connector hochkommen kann. Traut sich aber auch nicht, noch aktiver zu werden. Dementsprechend wartet man jetzt erstmal ab, wie man diesen Zugriff starten kann. Double Setup da auch Richtung Action. Wichtig, das nochmal zu sehen. Da vorne erlebt man es. Man hat immer noch das Double Setup in der Action. Man möchte überhaupt gar nicht hier sich von dem Palace-Spieler irgendwie beeindrucken lassen. Man deckt das Ganze ja auch zu dritt. So, erster Spieler von Lukas herausgenommen. Und dann hat man jetzt dieses Double Setup schön gemacht. Die ersten beiden Spieler komplett disabled. Sauber ausgespielt. Aber jetzt hat man hier ein bisschen die Möglichkeit, eine Kontrolle zu erzielen. Und das gibt's doch gar nicht. Innerhalb von kürzester Zeit fallen da 3 Frags. Und ich korrigiere 4 Frags. Und das war eigentlich so gut aufgebaut von Luminosity. Komplett den A-Spot geblockt. Richtung Action dieses Double Setup, den ersten Frag geholt. Im Connector konnte man früh den Spieler sehen. Man hatte die Information Richtung Bellis. Aber am Ende reicht es ja nicht. Ein guter Spieler. Guter Spieler macht wenig Fehler. Ein guter Spieler hat ein grundsätzlich sehr gutes Verständnis davon, wie Counter-Strike zu spielen ist, kennt die Grundregeln von Refrag-Verhalten, hat Erfahrungen gesammelt in Situationen, wie man mit Smokes spielt etc. pp. Hat ein breites Spektrum an verschiedenen Granaten anzubieten. Spielphysik am Start, gute Mechanik. Und wie gesagt, jahrelange Erfahrung. Also da gibt es schon, das kann man schon sehr gut differenzieren. So, schöner HE da
Cold Zero auf 1 HP runter. Sowas ist natürlich immer ärgerlich, aber dann haben sie jetzt die Molotov nochmal geopfert, um letztendlich Cold Zero da rauszunehmen. Bolts, schöner Move, der nimmt da erstmal den Spieler im Ninja raus und auch Phelps weiß nicht, was um ihn geschieht. Da gab es einige gute Sprays durch die Smoke und Bolts. Jo, hier, den ersten Break gegen Ballen, aber dann Dako im 1-on-5. Was macht Dako? Keine Chance, 5-7. Und die Jungs von Luminosity haben mal wieder eine Runde geholt. So, Smoke Jungle habe ich nur verstanden. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass man auf jeden Fall hier ein A anspielen wird. Vielleicht splitten, wie auch immer. Oder man macht erstmal ein Fake, dass man hier wirklich viele Granaten auf den A rauslässt. Denn die Bombe, die liegt sehr schlecht pickable. Gerade auf jeden Fall auch Fallen unterwegs, um sie wahrscheinlich zu holen. Nein, stellt sich erstmal auf für Granaten und dann erst. So, Heni mit irgendeinem Spray schafft es, da Phelps komplett wegzulacken. Jetzt kommt hier nochmal die HE-Granate hinterher. Aber Fair hat trotzdem, glaube ich, ein passendes Timing, um hier vielleicht nochmal reinzugehen. So, Fair mit dem nächsten. Und jetzt hat man hier auf jeden Fall wieder Lücken in den Aufbau von Luminosity geschlagen. So, den Step muss er gehört haben, der gute Fair. Ja, hat ihn auch sofort mitgenommen, aber der letzte Überlebende ist dann noch im Connector. Lukas hier im 1-on-3, ersten Spieler gesehen. Jetzt muss er nach vorne gehen, irgendwie versuchen, die Spieler zu separieren. Einen! Uiu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 i! Das war nicht ungefährlich. Der hätte ohne weiteres hier mal diese Runde nochmal kippen können. Und so haben wir das 8-5. Und so richtig den erfolgreichen Plan hat man bei Luminosity nicht. So, hier die Astrale Smoke natürlich. Oh, verworfen. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Dann springt einfach Hini runter und schafft es hier wirklich nochmal einen rauszunehmen. Wenn ihr wüsste, wie nah er da noch an dem zweiten Frag war. Ja, ein Sponsor wird auf jeden Fall kollidieren. Gibt ja auch mehrere Wettanbieter, also. Ich glaube, es geht auch alles. Man muss es, glaube ich, nur anmelden, wenn ich mich nicht täusche. Das ist jetzt die Information, die ich habe. Kann aber auch komplett falsch sein. Immer die Frage, wie man das Ganze kommuniziert. Gefällt mir sehr gut. Also das gefällt mir wirklich gut, dass man mittlerweile immer mehr da so in dieses Teamradio in Anführungszeichen reinhört. Wirklich guckt, was die Kommunikation bei den Teams sagt. Man hört ja auch viel raus aus der Stimme. Ob man da vielleicht unzufrieden ist, ob da ein bisschen Aggression drin ist, ob vielleicht auch ein bisschen Resignation drin ist, wie auch immer. So, Heni jetzt hier an der Treppe. So, und der Aufbau von MIBA sehr verzögert in die Mitte. Man wollte nicht zu früh diese typischen aktiven Mittepositionen wählen. So, Fair hat jetzt hier erstmal den Tower. Wenn man jetzt natürlich weiter vorgeht, damit man jetzt hier irgendwie den Connector nochmal aimen kann, das ist natürlich eine Frechheit. Wie geil ist das denn? Schön gespielt, nochmal angepasst. Nochmal einen kleinen Step nach vorne. Nein, in dem Fall nicht. Jetzt gibt es den Jiggle. Fair hat das auf dem Schirm, dass genau an der Ecke natürlich jemand stehen kann. So, und dieses Double-Setup ist natürlich jetzt hier bedrohlich. Wenn da jemand passend rumkommt, Heni verschießt. Oh, und vorne kriegt ihn dann raus. Aber dann ist Lukas da und wichtig von Fair. Wie der den noch disablen kann, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt hat man hier erstmal die Überzahlsituation, die jetzt aber erstmal direkt ausgeglichen worden ist. Bowles kriegt Dako da gratis.
Wollte mit der Molotow unter Holz auf jeden Fall agieren, aber fair in der Mitte nochmal mit AWP. Conserva kann Bolz rausnehmen. Da war natürlich die Position bekannt und jetzt haben wir hier Steel im 1-on-3. Einen, nein, schafft er nicht. Fallen heute wirklich sehr gut mit der AWP unterwegs. Sehr konstantes Aiming, sehr konstante Frags. Und MVBA ist hier auf dem besten Wege, auf dem eigenen Mappic Double Digits zu erspielen. Verzeihung. So, und damit jetzt auf jeden Fall hier die letzte Runde angegangen. Steel, der hat wirklich einen interessanten Steel. Der möchte auf jeden Fall immer sehr, sehr aggressiv Richtung B offensiv gehen. Aber muss man auch wirklich sagen, mit der MP9 ist das natürlich auch die beste Position auf diese Close Distance. Da kannst du ohne weiteres mal ein oder zwei Spieler mitnehmen. So, Lukas jetzt wichtig. Steht er bereit in der Action. Kann zwei Leute rausnehmen. Fair und Taco, beide gut aufgereiht. Und damit ausgeschaltet und Fallen jetzt hier mit 27 HP, trotzdem mit einer wichtigen Rolle. Und Steel, der ist natürlich jetzt sehr früh da. Ne? Das ist jetzt extrem früh, das kann natürlich alles kaputt machen. Aber Fallen checkt selbst das. Ist das ein guter Spieler? So, Fallen im Duell keine Chance, wollte da zu viel flashen. Und Steel, der kennt nur eins, der hat erstmal die Vorwärtstaste irgendwie durchgedrückt. So, eine gute Position gewählt mit der AWP. Da bist du natürlich nicht in der typischen Situation, sondern ich glaube, das haben sie nicht gerafft. Die Bombe ist weg, das gibt's ja gar nicht. Und damit geht es auf den B-Spot. Der B-Spot gerade gecheckt worden von Coldzera. Ja, und jetzt hat sich Luminosity da selber gerade in eine unglaublich unangenehme Position gespielt. Das heißt, der Retake, der muss stattfinden. 3-2. Und das Problem ist, der eine Spieler, der gecheckt hat, Coldzera, der könnte theoretisch natürlich jetzt schon überall stehen. Und das macht das Ganze hier im Retake mit 3 Mann natürlich auch nicht einfacher. So, Coldzera, was ein Timing. Hat den Spieler dann nicht erwischt. Aber jetzt nimmt er ihn mit, kriegt auch sehr gut den Frag und da holen sie es. Das gibt's ja gar nicht hier, die Jungs von MLBA. Können diese Situation nochmal im 2 gegen 3 ausspielen, obwohl die Bombe liegt, obwohl da 3 Spieler in der Nähe sind. Das nicht gut gespielt von den Herrschaften von Luminosity. Wir machen ein kurzes Päuschen, dann sehen wir uns gleich wieder hier in wenigen Minuten.
Meine Damen und Herren, und willkommen zurück hier bei der ESL Pro League. Und wir wollen weitermachen mit der zweiten Hälfte des ersten Matches des heutigen Tages, und zwar Luminosity Gaming gegen MIBA. Der Pick Mirage ist von MIBA. Luminosity Gaming wird danach natürlich auf ihrem eigenen noch auftreten. Das ist das 2. Und die letzte und entscheidende Map wäre D-Train. Gucken wir aber erstmal, wer hier auf dem Mirage am Ende die Nase vorne haben wird. Es soll jetzt hier der A-Execute werden. Die ersten Smokes sind auf jeden Fall gefallen. Dann kommt die eine Execute-Flashbang und Lukas schön mit dem Timing rumgezogen. Babatz! Da knallt es richtig. Und diese Terror-Pistol, die ist auf jeden Fall vom Tisch. Auch Taco hier im 1-on-5. Ich denke nicht, dass er da noch was machen kann, auch wenn hier direkt die Shots sitzen würden. Das sind dann 5 Duelle, die man erzielen müsste. Und das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. So, 10-6. Eine einzige Flashbang, die man sich bei MIBA gerade genehmigt hat. Der P250 bei Kurzera noch. Und ich denke mal, da werden sie mit einer Flashbang entweder verzögert die Mitte einnehmen oder Richtung Action-Offensiv gehen oder was auch immer. Aber es sieht so aus, wie sie gerade sich aufstellen, dass sie verzögert die Mitte einnehmen werden. Und das könnte jetzt hier funktionieren. Flashbang jetzt unbedingt von Taco. Wo bleibt sie? Taco, Taco, wo ist die Flashbang? Da ist die Flashbang, aber er ist viel zu spät. Da sind die Jungs von Luminosity schon längst bereit gewesen. Aber ja, das ist immer die Schwierigkeit des Timings. Und Kurzera. Einen nimmt er mit, aber dann hängen die sofort mit der Antwort. 7-10. Ja, und damit hat jetzt das Team von MIBA um die $4.400. Ich denke mal, da muss man auf jeden Fall auf die ein oder andere Utility verzichten. Wir sehen es bei Pferde, holt sich einfach nur AUG und Rüstung. Und für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, heute Nacht gab es ein CSGO-Update zum 20. Jubiläum von Counter-Strike. Erstmal eine Classic DAS2-Version, also so eine typische 1.6 DAS2-Version. Remake. Und die AUG wurde genervt, liebe Freunde. Haltet euch fest, seid nicht zu traurig, sie wurde genervt. So, Heni jetzt erstmal mit aggressivem Play Richtung Action. Da fährt man jetzt drauf und dann ist vorne ganz komplett alleine an der Feuerkiste. Und das wird schwer. Einen nimmt er mit. Fallen, fallen. Den zweiten sieht er auch noch, aber dann kriegt er nicht rausgeholt. Und dann ist es nur noch Kurzera übrig. Das heißt, die Jungs von Luminosity sind hier sehr, sehr gut auf den Spot gekommen. Das funktioniert bisher vorzüglich vom Aiming her. Okay, und da hat er scheinbar ein Köpfchen gesehen, nimmt ihn raus. Und somit die nächste Runde für Luminosity safe. Ja, die AUG wurde genervt. Es ist eine niedrigere Schussfrequenz, eine niedrige Schussrate und eine etwas schlechtere Genauigkeit im Zoom. Oder außerhalb des Zooms. Ich muss gleich nochmal kurz gucken. Ah, krass, wie deutlich er ihn gesehen hat und wie man ihn selbst überhaupt nicht wahrnehmen konnte. Sehr langsamer Aufbau. Ein einzelner Spieler über die Mitte, das soll Steel sein. Kurzera hat da jetzt vielleicht das passende Timing, aber nein, Steel nimmt ihn da raus, ohne weiteres. Gut gemacht. Ja, und gerade wirkt es hier wirklich für MIBA mit großen Problemen gegen die Jungs von Luminosity. Also die Terrorseite läuft da auf jeden Fall beim gegenüberliegenden brasilianischen Team bedeutend besser. Nur die Frage ist, wo kann MIBA jetzt die Taktiken herholen, die Planänderung für sich entscheiden.
kurz noch einem internationalen Kollegen geholfen. Södele! Nachdem man Balls hier auf jeden Fall schon mal im Aufbau verloren hat, ist es natürlich für MLBA eine bessere Ausgangssituation. Fair checkt jetzt erstmal hier noch das Window. Muss natürlich auch aufpassen, dass Richtung Kurz nicht irgendjemand durch kann. Das heißt, er tanzt da gerade so ein bisschen an zwei Hochzeiten oder auf zwei Hochzeiten. Aber letztendlich muss man natürlich da Abstriche machen, wenn man die Spots ein bisschen gezielter verstärken möchte. So, Fallen hat jetzt den Sprung des Köpfchen gesehen. Fallen kann dementsprechend natürlich jetzt die neue Position anwählen. Der große Vorteil, es kommt nichts über Palace, sie wissen es nur noch nicht. Und das muss erstmal erschlossen werden. So, Nekis mit einem ganz, 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 ganz wichtigen Frag. Aber Fair kann jetzt schon wieder ausgleichen und es knallt hier wirklich hin und her. Letzter Überleben, das Nekis und Code Zero nimmt auch diesen Spieler mit und damit haben wir hier die nächste Runde für die Jungs von MLBA. Made in Brasil. So, und der Hüpfer, dass man da auch das Köpfchen sehen kann, muss man auch erstmal gut auf dem Schirm haben. So, und Fair bekommt hier den nächsten Frag gegen den Wert in Stil. Endlich fängt MLBA an, hier die ersten Frags für sich entscheiden zu können. Auch mit offensiven Moves sind sie gerade recht erfolgreich unterwegs. Luminosity hat jetzt hier also quasi wieder die Unterzahlsituation. Und genau daraus muss man natürlich schauen, irgendwie herauszukommen. Das ist der alte Patch, lieber BBKP123. In der Regel werden solche Änderungen, die natürlich an der Waffe und insgesamt an dem ganzen Taktik natürlich ein bisschen was verändern, werden meistens nicht live geschaltet mitten in einem Turnier. Meines Erachtens auch absolut die richtige Entscheidung. Könnte nämlich den Ausgang komplett verändern, wenn die AUG dann viel weniger spielbar ist, man sich so dran gewöhnt hat. So, Taco mit dem ersten. Taco kann keinen weiteren nehmen, aber hat jetzt zumindest Slow geschossen und die Informationen sind natürlich auch Gold wert. Jetzt geht's langsam hier zusammen mit den Jungs von Luminosity auf den Spot. Fair wurde jetzt auch nochmal erwischt und Nikis ist da schon auf dem Spot mit dem wenig HP. Und der ist echt heute gut drauf, der Jung. Das macht Spaß, ihm da zuzuschauen, aber er schafft es nicht, noch weitere Frags zu erzielen. Und damit ist es die nächste Runde für die Jungs von MIBA. So, und da kommt er nicht an dem Spieler vorbei. Schön von der ESL nochmal aufgezeigt, dass das auch alles nur Menschen sind. Da wird auch noch mit Wasser gekocht. So, Mitte oben. Wer möchte, ist weiterhin versuchen, mit aktivem Aiming hier gegen MLBA zu bestehen. Aber gerade stehen sie ganz gut, können sich jedes Mal mit einem schönen Winkel nochmal einen kleinen Vorteil erzielen. So, und das bedeutet erneut hier direkt zu Beginn der Runde mit 4 Mann nur noch gegen MLBA zu stehen. Und das ist natürlich nicht die beste Ausgangssituation für Luminosity. So, soll der Aspot werden, man hat das Ganze schön eingenommen über die Mitte, man ist im Connector mit 2 Mann drin, dann über die Action, jetzt wird wahrscheinlich gleich der Execute kommen. Die Smokes liegen gut, um den Jungle ein bisschen zu separieren und dann nicht von der Seite so gut weggeflankt zu werden. Jetzt wird City Base noch ein bisschen abgegrenzt, aber auf dem Spot stehen noch weitere Leute und vorne, der ist heute schon wieder super gut drauf. Der gefällt mir wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, eine sehr, sehr starke und impactreiche AWP, die er da bisher auf das Parkett bringt.
So, macht mal hin, er will Mausbot sehen. Das dauert noch ein bisschen, lieber Damien. Danach kommt ja noch ein Match und dann sehen wir erst die Mäuse. Also davor noch Face gegen North und vor allen Dingen erstmal noch mindestens eine zweite Map hier in dieser Partie. Also wenn sich nur Mausbots interessiert, dann wird es auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. So, Liquid hat die erste Map gegen die Jungs von Tai Lu 16:6 gewonnen. Also da haben sie scheinbar nicht viel anbrennen lassen. Die Frage ist nur, auf dem eigenen Map-Pick oder auf dem Map-Pick von Team Tai Lu. So, Phelps steht da bereit an dem Sandwich, schön am Get-Right. Hat nur mit einem Spieler, dieser Second Spray, den er da anlegen musste. Der hat natürlich ein bisschen so das ganze Spielgefühl für ihn, ein bisschen denied. So, Fallen ist da, Fallen als Unterstützung. Der sieht den zweiten Spieler, wird da ein bisschen verkauft von seinen Mates oben. Kann erstmal rausgezogen werden. Und Gold Zera nimmt die letzten beiden Spieler raus. Und damit haben wir hier die 14. Runde für das beste brasilianische Team. Ach, ihr hört das Geräusch, Entschuldigung. Ich habe mir gerade einen Fächer gebaut. Trotz Klimaanlage habe ich gerade einen Schweißausbruch bekommen, als wenn ich 6 Marathons gelaufen wäre. So, Mitte oben. Einen direkt rausgenommen, den zweiten. Und gerade sitzt das Aiming einfach. Man muss jetzt sagen, das ist jetzt nicht hier irgendwie die große Magie, die jetzt gerade MIB ausspielt. Natürlich, dass man jetzt hier die offensive Runde mit einschiebt, finde ich sehr gut. War eigentlich auch nötig, in Anführungszeichen. Und finde auch, dass da Illuminosity Gaming ein bisschen unvorbereitet gewirkt hat. Nichtsdestotrotz wirkt es einfach gerade, als wäre MIBA vom Aiming her jetzt einfach besser drauf. Einen weiteren Spieler auf B hat man jetzt schon mal gefinisht. Kurz sieht man erstmal nichts. Jetzt gleich der B-House-Jump. Der gute Fallen unterstützt das Ganze noch mit einer Molotov. Aber jetzt kümmert er sich dann doch eher wieder um den Mittebereich. So, nachdem Phelps auch jetzt hier schon im A-Palace offensiv gepusht ist, da sieht man es. Steht da rechts in der Ecke, kann man jetzt gerade nicht erkennen. Hat man natürlich jetzt erstmal den A-Spot ein bisschen auf Retake gespielt. Fallen wird jetzt hier das Duell erleben und hat genau den passenden Winkel abgeaimt. Kann natürlich auch so ausschließen, dass irgendein Spieler jetzt hier ihm in den Flank geht. Sondern das ist auch auf jeden Fall eine sehr interessante Molotov. Man rechnet schon damit, dass ein Spieler hier im Palace ist, weil Fallen natürlich dementsprechend geaimt hat. Aber trotzdem dann wieder den passenden offensiven Move und schon hat man hier die 15. Runde. Und die Jungs führen hier mit 15:9 gegen, ja, den Landesvetter gegen Luminosity Gaming. Laut dem World Ranking ist MIBA nur noch Hashtag 2 hinter Furia. Alles klar, dankeschön. Lieber Froops. Thank you für diese Information. So, und wieder. Früh in der Runde schon den ersten Frag kassiert. Cold Sarah mit dem nächsten Shot gegen Steel. Und jetzt hat Phelps hier natürlich das nächste Duell in der Action Zone. Ah, ne, die Smoke ist noch gar nicht weggegangen. Hier kann man einen Sex-Marathon laufen, ja. Das würdet ihr gerne wissen. Ne? Da vorne, nächster Shot gegen Nekis, ja, das ist... Das sollte es gewesen sein hier, 16:9 für die Herrschaften von MIBA. Letzter belebender Bolts alleine gegen 5. Da sind wir ehrlich, das wird nichts mehr. Freunde!